Im Bericht des Oberbürgermeisters möchte ich einen zweiten Punkt noch ganz kurz anfügen, werte Stadträte und Stadträte. Gestatten Sie mir, in aller gebotenen Kürze einen weiteren Bericht abzugeben. Ich habe die Sitzung des Präsidiums des Deutschen Städtetages in Darmstadt genutzt, um die Spenden für die Unwetterkatastrophe sowie von Ihnen beschlossen zu übergeben. Gleichzeitig konnten wir auch eine Spende der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sachsenenergie den Empfängern in Bad 9a überreichen. Und ich bin gebeten worden, explizit gebeten worden, Ihnen und den Spenderinnen und Spendern die allerherzlichsten Grüße der Bürgermeisterinnen von Bad Münstereifel, Frau Sabine Preise-Marian, und von Zwistal, Frau Petra Kalkbrenner, zu übermitteln. Tatsächlich sind die stark betroffenen Gemeinden, die ich besucht habe, der Schaden in den Gemeinden unübersehbar. Und wenn man dieses sieht, sieht man, dass das noch ein ganzes Stück weit weg ist von dem Normalzustand. Aber eben, es werden da auch eigene Erinnerungen wieder wach, wenn wir an das Hochwasser von 2002 denken und welches Leid es über die Menschen gebracht hat. Umso schöner war es zu erleben, wie dankbar die Menschen über unsere Spenden sind. Gerade weil die Gelder von Dresdnerinnen und Dresdner kommen, die selbst schon eine solche Naturgewalt erlebt haben. Dieses wunderbare Herz, weil Sie sich vielleicht gefragt haben, was ist das, was hier vorne beim Oberbürgermeister steht, habe ich von dieser Reise mitgebracht. Es ist ein Geschenk der Stadt Bad Münstereifel. Das Herz ist montiert auf einem historischen Pflasterstein, den Bürger nach den unbeschreiblichen Flut aus der Erft gezogen haben. Ich denke, dies ist ein starkes Symbol und sollte uns daran erinnern, wie wichtig Solidarität und gemeinsam gerade in unserer heutigen Zeit sind. Vielen Dank.